Ulrich Eitel in den Ruinen einer seiner Hallen. In der Marburger Tapetenfabrik brach im Dezember ein Feuer aus, dessen Folgen den Unternehmer bis heute beschäftigen. Hier wurde mit Lösemittel hantiert und das war natürlich ein Fressen für das Feuer, ist klar. Und entsprechend sieht man die durchgebogenen Stahlzylinder und Stahlträger und Rohrleitungen. Das ist schon also mit einer extremen Hitze verbunden gewesen. Am Abend des 2. Dezember 2021 wird ein Brand in Kirchhain gemeldet. Großeinsatz für die Feuerwehr. Einsatzkräfte aus dem ganzen Landkreis sind vor Ort und versuchen, sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Ich bin eben hier außen rum. Hier bin ich rum. Belegt! Ja. Da bin ich rumgegangen und da war alles zu auf jeden Fall. In der Abgasnachverbrennung ist ein Lüfter explodiert. Kein einfacher Einsatz für die Feuerwehr. Problem ist, dass durch diese Explosion eben auch Bauteile zerstört worden sind, die ein Feuer normalerweise aufhalten sollen. Das bereitet uns jetzt gewisse Probleme, sodass wir jetzt versuchen, von mehreren Seiten das Feuer in die Zange zu nehmen. Bis 2 Uhr nachts gehen die Löscharbeiten. Geschäftsführer Ulrich Eitel war in der Brandnacht vor Ort. Ich war 10 Minuten nach der Meldung hier im Firmengelände, habe den Brand direkt gesehen und hier öffnete sich für mich eine Katastrophe. Aber die Tragik des Ereignisses hat sich dann erst in den nächsten Tagen konkretisiert. Auch 6 Monate nach dem Brand läuft hier draußen noch immer der Abriss. Nebenan entsteht eine neue Halle, die die alte erstmal ersetzen soll. Anfangs war noch der Plan, die Produktion nach 4 Wochen wieder aufzunehmen. Doch es dauerte 3-mal so lange, bis alle Zuleitungen erneuert waren und alle Maschinen vom Ruß befreit. Wir haben versucht zu improvisieren. Das Wichtigste war natürlich, die Maschinen wieder zum Laufen zu bekommen. Und dafür hatten wir eine Reinigungsfirma beauftragt, die 3 Monate hier bei uns Reinigungsarbeiten durchgeführt hat mit etwa 120 Personen. Also ein Wahnsinnsaufwand betrieben. Eine Halle weiter. Seit Anfang März rollen hier wieder Tapeten vom Band. 3 von 4 Maschinen laufen, die Angestellten arbeiten wieder in 3 Schichten. Es geht also weiter in einer der ältesten Tapetenfabriken Europas. Hier werden Tapeten im mittleren und oberen Preissegment hergestellt. Immer wieder gibt es Kooperationen mit namhaften Designern, etwa mit Luigi Colani. Ulrich Eitel leitet das Unternehmen in 5. Generation. Er sagt, das Feuer habe einen Schaden im 2-stelligen Millionenbereich verursacht, inklusive der Lieferausfälle, die darauf folgten. Wir hatten zum Glück Weihnachten zwischendrin, wo die Kunden sich in der Bestellvorgabe zurückhalten. Wir kamen erst so ab Anfang Februar in Bredouille, dass einige Produkte dann fehlten. Insgesamt verfügen wir über 6.000 Artikel in unserem Portefeuille und davon fehlten dann 700 Artikel in der schlimmsten Zeit. Mittlerweile sei man wieder zu 99% lieferfähig. Die Kosten, die das Feuer verursacht hat, übernehmen Versicherungen. Für das Unternehmen war der Brand dennoch ein Schlag und Anlass, darüber nachzudenken, wie es weitergehen soll. Für mich gab es keine Minute der Zögerung, dass es weitergeht, aber dass die Aufwendung, die Anstrengung so groß sein würde, dass wir wirklich darüber auch mal zwischendurch nachdachten, macht es denn Sinn? Nein, für mich, für meine Familie und für die Firma, für die ich stehe, macht es Sinn. Die neue Halle soll moderner und praktischer werden. Dafür nimmt Ulrich Eitel zusätzlich Geld in die Hand, damit am Ende aus den Flammen doch noch etwas Gutes entsteht.